Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Guten Tag, Dennis hier von der Handelsfirma Nordstar Global. Ja? Spreche ich mit dem Herrn Al-Rustami? Ja, bei Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Nein, alle gut, alle gut. Super. Sie haben sich bei uns auf unserer Plattform angemeldet, Immediate Call. Und ich bin dafür zuständig, mit Ihnen zusammen das Konto zu aktivieren. Haben Sie ein bisschen Zeit für mich jetzt? Ja, wir können gucken. Super. Ich habe nur ein paar Fragen für Sie. Ich kann Ihnen das alles auch erklären, wie das funktioniert. Wissen Sie, worüber es sich handelt? Ja, Online-Trading, multibisschen Geld beiseite verdienen und beiseite kommen, anschauen und jetzt vielleicht ausprobieren, okay? Ist in Ordnung? Genau. Super. Sie kennen sich da ein bisschen aus. Nee. Erste Mal machen. Erste Mal. Okay. Also haben Sie keine Erfahrung in dieser Branche, ja? Was bedeutet? Erst einmal machen. Genau, you have no previous. Right. Okay. Also ich schreibe hier keine Frage. Ich habe jetzt ein paar Fragen für Sie. Okay. Und auf Fragen, die Sie nicht antworten wollen, müssen Sie auch nicht antworten. Nur damit wir ein Finanzprofil erstellen, Herr. Wir können machen, hätte keine Probleme. Aber wann kann man Geld verdienen machen? Wann kann man beginnen machen? Super. Bei deiner Firma? Sofort nach der Aktivierung. Also sobald Sie also die ersten 250 Euro einzahlen, können Sie anfangen zu traden, also nicht alleine. Sehr gut. Sie machen das nicht alleine. Sie haben einen Kollegen von uns, einen Finanzexperten, Kollege? 20 Jahren Erfahrung. Okay. Und der macht das zusammen mit Ihnen, ja? Right. Das ist sehr gut. Einen Assistenten. Assistent, okay, sehr gut. Als Company bei gesagt, Deutschland, Sie haben keine Erfahrung. Ich habe es leider jetzt nicht gehört. Denn fragen, ist Firma Company bei Deutschland drinnen oder wo anrufen? Deutschland, Schweiz, Litauen, Spanien und und Österreich. So viele Länder. Das ist so gut. Viele Länder, genau. Sehr gut. International. International, natürlich. Right. Global. Wie es in Global, Amerika. Ja. Das bedeutet. Genau. Sehr gut. Sagen Sie mir, Herr Rustami. Al-Rustami, Entschuldigung. Was machen Sie so beruflich? Noch einmal? Was ist Ihr Job? Mein Job? Genau. Ja, bei Deutschland Straßenbau sagen. Straßenbau. Okay. Und wie viel verdienen Sie da, wenn ich fragen darf? Bei einem Monat oder bei Jahr drinnen? Genau, ein Monat netto. Bei Banking 3000 kommen bei einem Monat. 3000. Bei Winter mehr, weil bei schlechtem Wetter denen mehr Geld geben. Okay, natürlich. Ist vollkommen verständlich. Nur ja, das ist ja auch, wenn den ganzen Tag Regen, alle krank werden. Ja, genau. Right. Es ist schwer, also im Regen zu arbeiten, natürlich. Ja, nicht gut. Asphalt nicht gut kommen, Menschen alle krank werden, Autofahrer nicht den Kollegen bei Straße gucken, nicht gut sehen können bei denen. Genau. Right. Okay. Sagen Sie mir, haben Sie Kredite oder Schulden? Was haben? Haben Sie Kredite oder Schulden? Mastercard haben. Meine Frau. Oh, Mastercard, super. Aber haben Sie Kredite oder Schulden? Do you have any debt? No, bei meinem Leben noch nie machen. Super, keine Schulden. Der heilige Kuh sagen, man darf nicht Geld bei einem Menschen nehmen, wenn man selber den Geld nicht haben. Ah, super. Right. Nur einen kleinen Moment, ich muss das hier nur alles ausfüllen. Das ist sehr wichtig für den ganzen Leben. Weil meine Kollegen, jeder Kollege muss immer bei jedem Monat Geld zur Bank bringen, weil die ein Haus genommen, ein Auto genommen. Sag du, wenn ich nicht die Geld habe, dann kann ich nicht kaufen. Genau, richtig. Dann kaufen Sie nicht doch. Sagen Sie mir, haben Sie Savings?
Do you have any saving? Ja, bei zu Hause immer fleißig sparen, weil wir die Tiny House bei 10 Jahren bei meiner bauen. Okay. Also Sie sparen fleißig, ja? Aha. Jeden Monat. Sagen Sie mir, wie viel haben Sie erspart? Ungefähr, wenn das okay ist. Da, 25.000 Euro. Okay. Ungefähr. Also 60.000 Euro für Tiny House brauchen. Möchte ich der haben. 60.000 Euro. Und Sie wollen etwas natürlich auch dazu verdienen, damit Sie das Haus auch kaufen, ja? Right, genau. Das ein bisschen gucken, was kann man bei Monat, bei den Jahr, bei deinen Company Geld bringen. Und dann kann man Überlegungen machen. Alles klar. Okay, sagen Sie mir, wie können wir das am besten aktivieren? Mastercard, haben Sie schon etwas online gekauft? Jeder immer bei eBay kaufen, Amazon kaufen, die Booking kaufen, immer einkaufen. Super. Sie haben schon bei eBay gekauft. Right. Haben Sie Online-Banking vielleicht? Na klar, immer haben. Muss man immer klar. Wie alte okay. Opa zu Banking hinlaufen, denn nur zweimal die Woche offen. Das ist nicht gut. Sagen Sie mir nur eine Frage, haben Sie WhatsApp? Nee, nicht nehmen. Okay. Okay, ich werde Ihnen das jetzt senden, die Zahlungsdaten per E-Mail. Nur einen kleinen Moment bitte warten, ich konsultiere mich nur mit der Finanzabteilung, okay? Aber was machen deine Firma bei den Geldhändlern? Wie viel bringen, wie viel geben, was Service-Fee kosten? Mit diesen, Sie zahlen 250 Euro zuerst und wir fangen an zu traden. Sie, okay. Also zusammen mit dem Broker, ja? Ja. Rohstoffe, Bitcoin, Aktien, Gold, alles. Ja, Bitcoin, der haben, den mag ich, das, genau. Weil das oben kommen, wieder runter gehen und immer genau. Muss man gute, wie sagt man bei Deutschland, gute Zeitpoint haben, für Verkauf machen und Einkauf machen. Aber ich nicht verstehen, wie muss ich denn machen? Deine Firma Bitcoin für mir einkaufen? Das machen Sie nicht alleine. Gut. Das machen Sie nicht alleine, alles zusammen mit dem Kollegen, ja? Wie ist sein Name? Ich weiß noch nicht, welchen Sie bekommen. Erst nach der Aktivierung kriegen Sie den Kollegen auf das Gespräch. Okay. Also erst nach der ersten Einzahlung machen wir einen Termin für den Kollegen, für den Broker, und der macht die Trades mit Ihnen, ja? Das ist sehr gut. Okay, nur einen kleinen Moment warten auf der Warteschleife. Ich bin gleich wieder da. Ist das okay für Sie? Ja, ich kann einen Kaffee nehmen. Bis gleich. Nee, legen Sie nicht auf. Ach so. Ich bin gleich wieder da. Okay, ich warte. Ich hier auf die Linie bleiben. Auf die Linie warten. Genau, auf die Linie bleiben. Right. Danke. Herr Rustami, bin wieder da. Sehr gut. Guten Morgen. Danke Ihnen für Ihre Wartezeit. Okay. Ich habe jetzt Ihnen auf Ihre E-Mail unsere Bankdaten gesendet. Okay. Ja? Sie machen da eine Überweisung auf Ihren Online-Banking. Aha. Und wenn Sie das gemacht haben, senden Sie uns ein Bild mit Foto, also Screenshot von der okay. Überweisung auf diese Mail. Aha. Ja? Das kann ich machen, bitte, kein Problem. Und sobald ich das Bild habe, rufe ich Sie an. Aha. Okay? Ja. Und dann leiten wir Sie weiter zu den Experten, zu dem Broker, ja? Okay. Aber du mir sagen, wie viel Geld dein Company aus meinem Geld bekommen? Wie viel Profit kann man machen? Was kostet Service und alle Sachen? 250 fangen Sie an. Wir fangen an zuerst mit 20% zu traden. Mit diesen 50 Euro. Okay? Aha. Und mit diesen 50 Euro testen Sie jetzt eine Woche, ja? Ja, und was bei einer Woche Geld kommen? Wie viel kann man passiert machen? Ungefähr 70-80%. On top Bonus also von meiner Money noch oben drauf bei deiner Firma kommen, ja? Ich habe es leider jetzt nicht gehört. Wenn ich das 250 in Europa bei Trading reingeben, dann bei einem Jahr 80% kommen? Oder wie machen? Nee, eine Woche. Eine Woche? Genau. Das sind 320% Profit bei einem Monat?
Circa. Ich bin leider nicht aber der Broker. Aber ich bin nur der, ich bin der Account Manager. Aber, meine Bruder, wenn ich so viel kann Profit machen bei einem Monat, warum nur 250 in Europa nehmen? Wer muss denn mehr Profit machen? Wenn Sie mehr einzahlen wollen, das ist aha, überhaupt kein Problem. Gut, wir 1000 Euro per machen, kannst du Bonus geben bei deiner Firma? Können wir machen, aber das machen Sie alles mit dem Broker. Die Ersteinzahlung ist 250. Und noch etwas, Ihre Mail ist falsch hier, ich kann keine Mail senden. Aber was, welche Adresse schreiben? Vielleicht Fehler machen. Okay, kleinen Moment. Ich werde Ihnen sagen, welche E-Mail das ist. Aha. taube8811@aol.com. Nein, nicht 11, nur den zweimal den Zahlakte, Akte, das den Geburtstagen. Also taube88@aol.com. Right, America Online, okay, AOL. Ja, natürlich. Aha. Also ohne die Elf, also taube88@aol.com. Ich vielleicht falsch machen. Okay. Ich nicht wissen, okay, aber nicht, der nicht meine E-Mail-Adresse drinnen bei meinem Accounting. Ja, Sie haben unsere E-Mail selbst da eingegeben, aber mit ja, vielleicht Fehler machen, nicht wissen. Habe heute sehr wenig geschlafen. Kein Problem. Right. Ich werde es Ihnen auch also per WhatsApp senden und auf die E-Mail unsere Bankdaten, wenn Sie das eingezahlt haben, ein Foto senden und noch etwas Wichtiges. Ja? Aha. Können Sie einen Sicherheitscode, Security Code, aufschreiben? Wo? Bei E-Mail-Adresse drinnen? Nee. Stift, bei Ihnen. Okay. Das ist das Passwort für das Gespräch. Ah, Passwort? Security Passwort. Ja, Passcode, genau. Okay. What should I write down? Passcode for the code, for our call. Ja, yeah, I got you. Was soll ich aufschreiben? 4081 4081. Okay, 4081. Ich aufschreiben. Aber wozu brauchen? Ist für Webseite drinnen Passwort? Ich werde Ihnen das erklären. Wenn Sie unser Kollege, der Broker, kontaktiert, fragen Sie ihn nach dem Code. Wenn er den Code nicht weiß, das ist nicht unser Kollege. Ah, Validation. I got it. Hab verstanden. Right. Aber kein E-Mail kommen bei meinem Account. Ich habe Sie jetzt nicht gehört. Bei meinem E-Mail kein Account, kein E-Mail gekommen. Weil Sie da die falsche E-Mail eingeschrieben haben. Oh. Ich habe sie Ihnen auch auf WhatsApp gesendet. Aha. Ich habe es jetzt auf die E-Mail gesendet, aber ohne 1-1. Nochmal? Prüfen Sie es jetzt. Ist Nordstar Global? Genau, Nordstar Global, right. Und da haben Sie unsere Bankdaten. Gut. Und jetzt 250 in Europa nach Polen senden, right? Nee, Lithuania. Oben steht Polen. Piotrowska. Ah, das ist die Adresse von uns, aber die Bank ist in Polen. Wir arbeiten mit dieser Bank 20 Jahre, warum? Weiß ich nicht, woher erklären. Soll ich dir wissen? Ich werde Ihnen das erklären. Diese Bank, die mit uns zusammenarbeitet, hat keine Zinsen für uns, für diese kleinen Beträge. Und wir haben auch Bänke für VIP-Kunden, die mehr Geld da sozusagen einschreiben. Das sind die Banken in Schweiz, in Litauen und weitere. Aber für diese kleinen Beträge haben wir diese Bank in Litauen und die Firma ist in Polen und da können Sie es einzahlen. Wenn Sie das eingezahlt haben, senden Sie nur einen Screenshot und ich rufe Sie sofort danach an, ja? Das ist gut, aber weil wir heute machen, ja? Sagen Sie mir, wann können Sie das einzahlen? Ich kann jetzt, sollen wir ein, wie heißt der? Warte, ich muss einmal bei Accounting gucken. Sofort Überweisung machen? Sofort Überweisung und Sie senden mir den Screenshot sofort auf diese E-Mail okay. Als Antwort und ich rufe Sie sofort an. Oder andere Kollegen anrufen oder selber anrufen? Nee, ich rufe Sie an. Okay, right. Leite ich Sie weiter zu dem Broker. Ja, ich muss noch für das Vater bei die Sohn drinnen bei Apotheke Medizin holen und dann Überweisung machen, okay? Alles klar. In der Ordnung? Sagen Sie mir,
Wann wird das sein ungefähr? Ich bei einer halben Stunde machen. Ich muss den abholen, eine weil der deutsche Mann immer Mittagpause, immer bei alle Laden Mittagpause machen. Natürlich, kein Problem. Right. Wie gesagt, so, gleich nachdem Sie die Zahlung tätigen, aha, die Zahlung gemacht haben, Screenshot senden Screenshot auf die E-Mail. Ja? Bei E-Mail-Adresse reinschicken. Ich werde den machen. Genau. Super. Right. Gut. Und der Security Code ist 4081, oder? Aha, 4081. Hier der bei Telefon hinten drauf schreiben. Genau. Right. Genau. Sehr alles gut. Klar. Ich mich sehr, sehr, sehr alles freuen klar. Für Opportunity. Ich werde das schnell bei Apothek holen und dann das Screenshot bei deinem E-Mail drauf machen. Alles klar. Right. Alles klar, super. Da, ich freue mich darauf. Wünsche Ihnen dann einen schönen Tag und wir hören uns später nach dem Screenshot. Ja, wir später reden. Vielen Dank. Ich mich sehr freut für Opportunity. Genau. Okay? Reden. Super. Danke. Wünsche Ihnen einen schönen Tag. Gleichfalls, bitte später. Auf Wiedersehen. So, dann wollen wir mal gucken. Schnell eine Überweisung faken. Zwischendurch schon mal gucken, dass diese Bankgeschichte da in Litauen platt gemacht wird. Dauert leider ein bisschen länger als bei den Deutschen. Aber ein Scammer weniger auf dem Markt. Bis gleich. Hoffentlich geht's weiter. Ich habe das Bild bekommen. Oh, sehr gut, sehr gut. 4081 ist Ihr Passwort zuerst. Damit Sie sicher sind, mit wem Sie sprechen. Ja, wir vorhin sprechen, ich eine Erinnerung genau, haben. 4081. Ich muss sagen. Genau. 4018. Nur noch etwas, Herr Al-Rustami, wenn Sie Zeit haben. Aha. Was brauchen wir noch? Können Sie uns auf die E-Mail ein Foto von Ihrem von Ihrer ID, von Ihrem Ausweis, Vorder- und Rückseite senden? Oh, nee, das kann ich nicht machen. ID ist bei Police, wegen, wie sagt man bei Deutschland, Aufenthaltstitel, Verlängerung machen, die Ausweis nehmen. Aha, Ihr Ausweis ist bei der Verlängerung, also... Aha. Nur einen kleinen Moment. Irgendein Dokument geht, Führerschein, irgendetwas anderes. Ich hab ihn, ja, ich hab kein Problem. Okay, also Vorder- und Rückseite senden und noch etwas. Haben Sie ein Dokument... Zum Beispiel Stromrechnung, Wasserrechnung, irgendetwas, wo Ihr Name auch steht, damit auch da ein Foto machen und senden, wenn das okay für Sie ist. Wir schon bei Nachbarn nehmen. Aber da muss Ihr Name da stehen. Ja, bei Klingel, meine Name stehen, Al-Rustami, bei Klingel, bei Haus, bei Badezimmer super. Dann stehen. Wir brauchen ein Foto von der Rechnung. Von was der bedeuten? Rechnung. Was bedeuten? Foto von... Water Bill. Water Bill? Nein. Und das Mann, was von Water Company arbeitet? Aber seine Name Thomas. Thomas dort. Du kennst du Thomas? Ist das auch Kollege von deinem Company? Nein. Oh mein Gott. Sie haben mich falsch verstanden, aber ist okay. Nochmals. Ich brauche ein Foto von Ihrer, zum Beispiel, Telefonrechnung. Telefon? Du meine ja. Nummer haben du mir anrufen. Warum noch einmal geben? Nee. Sie haben mich erneut verstanden. Von der Rechnung. Was bedeutet? Ich den Wort hier bei Deutschland kennen. Bill. Telefon, Bill. Invoice. You're looking for invoice, right? Invoice, right? Yes. Ah, aber warum denn? Warum du brauchen, meine Bruder? Sag mir. Für die Bestätigung, damit wir wissen, dass Sie das sind. Ja, damit Sie nicht eine andere Person sind. Aber ich Geld bei deiner Company geben. Warum jetzt machen? Ich verstehe Sie, aber das ist nur zur Sicherheit. Das ist überhaupt kein Problem. Der Jacker. Aber warum machst du diese? Warum machst du diese mit mir? Das ist kein Problem, das ist nur nachher. Ich werde einen Termin mit Ihnen also vereinbaren für den Fachexperten. Sie fangen an zu traden, aber das brauchen wir als Beweis nur. Das ist überhaupt kein Problem. Können du mir deinen Beweis schicken, Trading License von Company Firma? Natürlich. Guter Mann, du bitte guter Mann. Wie lange du bei Company Arbeit machen? Nicht so lange, halbes Jahr. Halbes Jahr? Oh. Und bist du auch bei Lithuania, right? Nein, ich bin jetzt in Deutschland. Oh, Berlin oder wo Company?
Ich darf dir das leider nicht sagen. Wie, du darfst, warum darfst du nicht sagen, wenn die Firma, du musst sagen, da ist meine Firma. Sie haben es erraten, genau. Wo bist du bei Berlin? Welche City Center? Bitte? Madariaker. Bei Berlin, welche District, right? Kreuzberg, Neukölln. Du bist nicht bei Berlin, du mir anlügen. Du wurde mir angelogen. Aber warum du dich sage, du bitte bei Berlin drinnen, du sagst, du hättest mir angelogen. Wie soll ich bei dir ein Vertrauen machen, wenn du mir anlügen? Wie soll ich sie anlügen? Sie sehen die Nummer, die Nummer ist aus Schweiz. Ja, aber du hast doch gesagt, du bitte in Deutschland. Jetzt sagst du bitte in Schweizerland drinnen. Die Firma ist in Deutschland, Schweiz, Lituanien und Spanien. Oh mein, so viel Mafia, überall Mafia. Das ist ja schrecklich. Wollen Sie traden oder nicht? Ich möchte Geldverdienung machen, ganz viel Europa bekommen. Darum ist kein Problem. Wie gesagt, ich habe Ihnen die Lizenzen gesendet. Wann denn? Ich werde es sofort machen, nur einen kleinen Moment. Right. Sie werden dann die Lizenzen sehen. Das ist sehr gut. Können wir auch Windows-Key senden, okay? Okay. Ja? Kann ich jetzt einen Termin für den Broker mit ihm vereinbaren? Ja, wir können jetzt machen. Er wird Ihnen alles erklären, dann wird alles also durch sein, okay? Ja, können wir... Mein Job ist nur, das Konto zu aktivieren. Ja, wir machen. Jetzt bitte andere Kollegen geben, weil ich nicht, kann den ganzen alles Tag nicht bei Telefon reden. Kein Problem. Sagen Sie mir nur, wann? Sofort? Jetzt machen. Dabei. Nur einen kleinen Moment. Alles klar, nur einen kleinen Moment. Herr Al-Rustami. Ja? Sie werden jetzt einen Anruf bekommen von den Kollegen in den nächsten 5 bis 10 Minuten. Oh. Der Kollege wird das Passwort auch sagen, okay? Der Kollege hat eigene Telefon, ja? Ja, er wird Sie kontaktieren. Sehr gut, wir so machen. Alles klar. Dann danke Ihnen nochmals. Namaste. Sie herzlich willkommen. Können Sie mit mir Namaste sagen? Mein Name ist Dennis. Nein. Mit meine und deine wir zusammen Namaste sagen. Namaste. Okay, vielen Dank, meine Bruder, ja? Auf Wiedersehen. Ich dir sehr lieben. Bis dann, danke. Was ein Trottel, ey. Mal gucken, ob die noch zurückrufen.